Ich meine, also mir persönlich fällt nichts Sinnstiftenderes und Erfüllenderes ein, als das zu tun. Wir haben jetzt nicht das allerschönste Haus oder die allerneuesten Maschinen oder das allergrößte Budget. Also ich glaube, man muss da schon mit dem Herz hinten dran stehen, sonst kann man das nicht machen. Aber wir stehen halt mit dem Herz hinten dran und wir wollen halt auch alle gute Lebensmittel produzieren. Wir waren letztes Jahr das erste Mal hier. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, wie schaffen die das? Und das ist so toll, was die draus gemacht haben. Bewundern die beiden. Ja. Da lernt man das Gemüse, was man dann später mal isst, ganz anders zu schätzen. Ne? Es ist viel, ja. Aber für eine gute Sache macht man auch, strengt man sich auch mal an. Ja. Und dann weiter graben und auf den Haufen machen. Immer weiter und weiter und weiter. Morgen. Willkommen bei den Lamas. Ja, womit fangen wir denn jetzt gleich mal an? Kompostfahren wahrscheinlich, ne? Ja, aber ich denke. Die Beete im Viererhaus sind schon echt gut durchfeuchtet. Ja, Max, Finn und Luis planen den Arbeitstag beim Frühstück in ihrer Bruchbude. Die Jungs stört das nicht. Bepflanzen, weil wir dann da vorher noch mal Wasser aufgeben könnten. Als wir den Betrieb übernommen haben, war das Haus seit 17 Jahren unbewohnt. Und die hatten weder einen Wasseranschluss, noch einen Abwasseranschluss, und weil die haben halt früher einfach einen Brunnen gehabt und halt eine Sickergrube genutzt. In 2 Wochen haben wir dann hoffentlich Frischwasseranschluss und auch Stromanschluss. Bis dahin müssen wir uns noch aus den Kanistern versorgen. Unser Stromanschluss steht übrigens hier unten. Das ist eine Powerbank mit 2,5 Kilowattstunden. Hier unter den Thermoformen in der Quietschale. Hier ist es immer kalt, hier hinten ist der anderen Seite warm. Wir müssen über den Winter komplett Außentemperatur quasi hier hinter. Es ist Februar. Seit 4 Monaten leben sie hier. Denn die drei haben sich ein gewaltiges Projekt vorgenommen. Dafür haben sie Geld zusammengekratzt. Sie wollen die alte Gärtnerei in Sinsheim wieder in Schuss bringen, um hier gutes Gemüse anzubauen. Mit eigenen Händen und einfachem Gerät. Alle drei haben Erfahrung mit ökologischer Landwirtschaft. Max hat es sogar studiert. Wir haben schon einfach gesagt, hey, das ist so eine Möglichkeit hier. Sowas findet man nicht einfach mal so. Und wir können hier mitten in der Stadt eine grüne Oase erschaffen. Grüne Lunge für Sinsheim. Finn lockert den Boden mit einer Grabegabel. Mit Musik kann er das richtig genießen. Dank moderner Technologie bin ich dazu in der Lage, im Gewächshaus Vivaldi zu hören. Was mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich spiele selber Geige und auch ein bisschen Gitarre. Und ich singe auch sehr gerne dazu. Jetzt nicht unbedingt, wenn ich Geige spiele, aber wenn ich Gitarre spiele. Und die Stücke von Vivaldi gefallen mir von allen am besten. Bodenbearbeitung wie vor 200 Jahren. Die alte Arbeitstechnik ist besser für den Rücken als Hacken und sorgt gleichzeitig dafür, dass die obere Erdschicht locker und gut belüftet wird. Das ist bitter nötig, denn 17 Jahre lang ist hier nichts passiert. 8 große Gewächshäuser haben sie vorgefunden, als sie kamen, voller Disteln und Unkraut, die Erde ausgedörrt, salzverkrustet, tot. Das wollen die Jungs jetzt ändern. Sobald hier Biomasse drin ist, in Form von Kompost und Schutz um Wasser und Durchwurzelung, dann kehrt immer mehr Leben in den Boden ein. Das ist eine kleine Eidechse. Die bringen wir mal in Sicherheit. Max und Luis kämpfen mit der Plastikverpackung für ihren neuen Transportwagen. Dafür haben sie Geld ausgegeben, denn den werden sie brauchen. Also wir können natürlich immer hin und her laufen für ein paar Gemüsekisten, aber mit so einem Wagen geht das schon deutlich besser. Also wir haben uns über den Winter lange überlegt, welche Sachen brauchen wir wirklich dringend, um damit Gemüse gut zu produzieren, und haben dann halt uns auf das Nötigste beschränkt und das bestellt. Also quasi einen kleinen Trecker. Man braucht halt, um Kompost zu fahren, Schubkarre, man braucht Schaufeln, um ihn einzuladen. Klar, man braucht was, um die Kisten hin und her zu fahren. Und den Rest bauen wir eigentlich alles selber. Finn misst die Beete ab. Alles ist genau berechnet.
Auf den gelockerten Boden kommt eine dicke Schicht Kompost. Das ist die Grundlage für die Pflanzen. 5 Gewächshäuser haben sie so vorbereitet, Zentimeter für Zentimeter. Wir haben jetzt auch schon viel geschafft, wie man sieht. Also das ist jetzt das letzte Gewächshaus, was noch angelegt werden muss. Wenn man den ganzen Tag gut schafft, dann schafft man, haben wir zu dritt ein Gewächshaus fertig bekommen an einem Tag. Dann eben von morgens früh um 8 bis abends, wenn es dunkel ist, also solange es geht. Die Jungs sind wild entschlossen, hier etwas richtig Gutes hinzukriegen. Dafür sind sie bereit, alles zu geben. In ein paar Tagen muss gepflanzt werden. Ja, so passt schon. Dann pflanzen wir jetzt als erstes den Kohlrabi, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also wir pflanzen den zweireihig auf das Beet mit 25 cm Abstand. Und dann kriegen wir so 300 Stück auf ein Beet drauf. Wie viel sind das insgesamt? Heute kommen ihr erster Mangold, ihr erster Kohlrabi in den frisch vorbereiteten Boden. Max ist der Chefplaner. Und das ist einfach ein richtig, richtig schönes Gefühl, wenn jetzt nach so viel Arbeit, so viel Anlegen, so viel Kompostfahren, schweißtreibende manuelle Bodenlockerung mit der Grillinette endlich im Frühling hier die ersten Pflänzchen reinkommen. Ende Februar, die Nächte sind noch kalt. In den Gewächshäusern wollen sie nicht heizen. Deshalb haben sie für ihre erste Saison Jungpflanzen gekauft. Finn hat Soziologie studiert, dann aber lieber Gemüsegärtner gelernt. Auch wenn der Rücken schmerzt, die Jungs sind froh, dass es jetzt losgeht. Was ich hier so schön finde, ist dieses gigantische Potenzial und diese Gestaltungsmöglichkeit, die das Ganze hier bietet. Und ich meine, also mir persönlich fällt nichts Sinnstiftenderes und Erfüllenderes ein, als das zu tun. Man sieht ja, es ist eine harte körperliche Arbeit. Wir haben jetzt nicht das allerschönste Haus oder die allerneuesten Maschinen oder das allergrößte Budget. Also ich glaube, man muss da schon mit dem Herz hinten dran stehen, sonst kann man das nicht machen. Aber wir stehen halt mit dem Herz hinten dran und wir wollen halt auch alle gute Lebensmittel produzieren. Bis jetzt haben wir jede Challenge gemeistert und ich glaube, das werden wir auch weiterhin. Und wir haben es auch von Anfang an so strukturiert, dass selbst wenn eine Person denkt, es ist jetzt nicht mehr das Richtige, dass immer eine Lösung gefunden werden kann. Also wir sind, dadurch, dass wir eine Firma zusammen haben, sind wir quasi alle verheiratet. Aber bis jetzt klappt das sehr gut. Was nicht so gut klappt, ist die Bewässerung. Die Pumpe im Brunnen läuft im Moment noch über die Powerbank, den Riesenakku aus ihrer Küche. Im Strom hieß es jetzt auch schon seit 8 Wochen. Jetzt sind 2 Wochen da. Hoffentlich kommt er jetzt bald. Jetzt ist es nur noch bei 53%. Es geht schnell runter und die müssen wir halt immer aufladen im Ort. Müssen wir über Nacht hinfahren und dann lädt die. Die Beregnungsanlage ist so alt wie die Gewächshäuser, fast 70 Jahre und immer noch erstaunlich gut in Schuss. Martin Weiser ist Teil der Erbengemeinschaft, die die Gärtnerei verpachtet. Seit 1954 hat die Familie seiner Frau hier Blumen, Gemüse und Tabak gezogen. Als der alte Gärtnermeister starb, lag das Ganze 17 Jahre lang im Dornröschenschlaf, bis Max, Finn und Luis kamen. Martin Weiser hatte immer gehofft, jemanden zu finden, der die Gärtnerei wieder zum Leben erweckt, etwas daraus machen will. Nein. Die sind da in den Hof reingelaufen und habe gedacht, die haben sich hier verlaufen. Was wollen die 3 Jungs da? Und dann habe ich gemerkt, das sind die Angekündigten. Und ja, das sind die, die hier was machen wollen. Und dann waren sie von ihrer Art sowas von angenehm. Und wie sie dann durch die Gewächshäuser bzw. am Acker entlang gelaufen sind und gerade Luis dann mit seiner nicht ganz kleinen Hand in den Boden reingegriffen hat und dann
dann gekrümelt hat und sich das angeguckt hat und gemeint, das ist ein Ackerboden. Nee, Lössboden. Ja. Das ist ein richtiger Lössboden. Und was Sie gleich gesagt haben, die große Rotbuche am Eck, die bleibt stehen. Der Baum ist so alt wie die Gärtnerei. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. Also das war ein sehr, sehr gutes Moment. Der Pachtvertrag läuft über 40 Jahre, mit Option auf 100. Die Gemüsejungs sind gekommen, um zu bleiben. Seit 4 Monaten leben sie auf einer Baustelle. Aber die Dinge kommen langsam in Bewegung. Das ist, wie man sieht, Schlafzimmer, Büroraum und auch Ruheort. Deswegen der Schaukelstuhl. Finn muss sich um den Bürokram kümmern. Internet aktuell noch über einen mobilen Hotspot. Das ändert sich jetzt diese Woche aber tatsächlich. Das hat was zu tun mit dem einen Paket, das ich dahingestellt habe. Das ermöglicht uns nämlich Zugang zu Internet direkt aus dem All. Highspeed. So. Ja, hier ist jetzt unser neuer Kasten, der glänzt noch. Und ja, der wurde jetzt angeschlossen letzte Woche. Ist noch nicht viel drin, aber Strom läuft. Damit man jetzt auch mal zeigt, dass das keine Show ist, gucken wir jetzt mal, ob dieses Licht hier überhaupt geht. Sogar schon angestaubt. Und die Wasserpumpe dann halt auch. Da geht dann auch noch ein Kabel hin. Das ist sehr, sehr viel entspannter. Werbung ist auch wichtig. Spinat. Spinat. Nils, ein Freund von Ihnen, macht Videos für YouTube von ihrem ersten Gemüse. Damit wollen die Jungs Kapitalgeber finden und regelmäßige Abnehmer für die geplanten Gemüsekisten. Denn jetzt muss bald mal Geld reinkommen. Damit der Betrieb ordentliche Gehälter zahlen kann und Rücklagen bilden, brauchen sie langfristig 300 Gemüseabonnenten. Bisher haben wir ca. 25. Das ist aber auch so alles noch komplett im Zeitplan. Und also ich rechne damit, weil wir jetzt auch noch mal Werbemaßnahmen vorbereitet haben, die jetzt diese Woche anlaufen, dass wir plangemäß mit 50 Kisten in die Saison starten können. Dank Strom läuft nun auch der Sprinkler. Das ist gut, denn es wird wärmer und jetzt kommen die Freiflächen dran. Gepflanzt werden zunächst verschiedene Kohlsorten, die überstehen auch mal kalte Nächte. Für die Abokisten wollen sie 50 verschiedene Gemüsesorten im Jahr anbieten, je nach Saison. Um die Anbauplanung kümmert sich Max, der hat das ja studiert. Wir müssen halt immer staffeln, wir müssen gucken, was geht bis zum Jahresende, was geht früh, dass wir möglichst früh alle Beete voll haben, dass sie halt was abwerfen, dass wir keine Leerbeete haben, das ist ja verlorene Produktivität sozusagen. Ihr Acker gehört zur Gärtnerei, war aber die letzten Jahre an den Nachbarhof verpachtet. Der liegt direkt gegenüber und wird inzwischen in der 4. Generation bewirtschaftet. 80 Milchkühe, dazu Weizen, Mais, Zuckerrüben, konventionelle Landwirtschaft. Da treffen zwei Welten aufeinander. Doch so unterschiedlich sie auch sind, Landwirte müssen zusammenhalten, finden die Nachbarn. Die Ware letztlich auch da, haben wir was zu reparieren gehabt und dann haben wir auch nicht gesagt, nein, machen wir nicht. Dann haben wir auch geholfen, wo wir können. Und ja, da kann man sich ja auch austauschen unter seinem Berufskollegen sozusagen. Auch wenn die Bioschiene verfolgen, was wir jetzt auch nicht machen können mit unserem Standbein, mit der Milchviehhaltung. Gegenüber sitzen die Gemüsejungs beim Essen im Unterstand. Dort haben sie den letzten Sommer verbracht, weil das Haus noch voller Gerümpel war. Wir haben hier komplett gelebt, wir haben hier geschlafen auch, weil wir sonst kein Dach über den Kopf hatten. Und wir hatten da halt so eine Küchenzelle hingestellt, ein paar Regale und dann auch, wo es heiß war, hier so ein Vorhang. Ja. Und auch das ist sofort aufgefallen, sobald wir hier die orangene Plane aufgespannt haben. So, oh, was ist denn jetzt hier los? Luis kommt von hier und kennt die Sinsheimer. Die meisten waren sehr positiv und ein paar Leute dachten sich halt, oh komisch. Jetzt sind da ein paar Hippies ausgebrochen, ne? Tja, da müssen sie jetzt durch in Sinsheim.
Die Operation Lama-Gemüse lässt sich nicht mehr stoppen. In Sachen Werbung setzen die Jungs nicht nur auf Social Media, sondern auch auf klassische Methoden. Die alte Gärtnerei wird jetzt wiederbelebt. Ab demnächst gibt es frisches Gemüse. Endlich mal gutes Gemüse. Danke, ciao. Allmählich kann man sehen, was die drei Jungunternehmer inzwischen geschafft haben. In den Gewächshäusern sprießt das Gemüse. Sogar kleine Haselnussbäume haben sie gepflanzt. Jetzt fehlen nur noch die Kunden. Heute ist knüppelharter Naturschutz angesagt. Müll, Schrott und Plastik müssen tonnenweise aus dem Acker geholt werden. In der Nähe der Gärtnerei, gleich neben einem Naturschutzgebiet. Die Lamas haben die Fläche gepachtet, ohne zu ahnen, was da überall unter dem Gras schlummert. Super, oder? Guck dir das an. Wir haben ehemalige Gärtner, die das hier bewirtschaftet haben. Sehr flächig, unkompostierbare schwarze Mulchfolie ausgelegt. Die dient dazu, Unkraut oder Beikraut zu unterdrücken. Ich vermute mal, dass die Erdbeeren gewachsen sind. Sehr schade für die Umwelt. Und zum anderen können wir es jetzt so in dem Zustand auch nicht mehr bewirtschaften. Also hat Finn in Sinsheim einen Aufruf gestartet und um Hilfe gebeten. Und es sind viele Freiwillige gekommen. Vor allem vom evangelischen Familienkreis und aus verschiedenen Naturschutzverbänden. Es ist viel, ja. Aber für eine gute Sache macht man auch, strengt man sich auch mal an. Ja. Da lernt man das Gemüse, was man dann später mal isst, ganz anders zu schätzen. Ne? Das ist natürlich eine tolle Aktion, wenn wir Plastik aus dem Feld bekommen, ne? Wenn wir ja nicht haben. Und das, was dann daraus wird, ist unterstützenswert. Hier kann man gut mit der Familie mitarbeiten. Mein Sohn ist auch mit dabei. Wir sind mal draußen, das macht Spaß. Ja. Ihre Aufgabe ist es, Regenwürmer zu retten. Und zwar so viele wie möglich. So zwei. Zwei, aber ich habe doch vorhin schon 9 gebracht. Dann nochmal 4 und jetzt nochmal mindestens 5. Die Freiwilligentruppe schuftet den ganzen Tag, Finn am meisten. So viel Schrott auf 2 Hektar Fläche, sogar Asbestplatten. Der frühere Pächter hat das alles hinterlassen und sich vom Acker gemacht. Jamie hilft seinem Opa beim Aufräumen. Jawohl. Ach so, habe ich sie falsch aufgesetzt. Weil das auch der 4-Jährige hat sofort kapiert, worauf es ankommt. Müll aus der Sammelt. Mit Handschuhen. Tu es einfach auf den Haufen. Und dann weiter graben und auf den Haufen machen. Immer weiter und weiter und weiter. Mittagspause. Die Leute hier interessieren sich für die Jungs und das Gemüsekistenprojekt in der alten Gärtnerei. Aber dann braucht ihr noch mehr Fläche, oder nicht? Nö. Nee? Nee. Fläche ist das geringste Problem. Okay, cool. Also Fläche haben wir eigentlich jetzt schon viel zu viel für das. Also da könnten wir jetzt schon tausende Kisten mitmachen. Das ist eher die Arbeitskraft. Motiviert, jung und ohne Angst. Und freue mich, dass sie das anpacken. Lass machen. Also finde ich wirklich ein schönes Motto und das hat mich auch motiviert zu helfen. Am Ende sind sich alle einig. Das war eine richtig gute Aktion. Finn ist froh, dass so viele gekommen sind und mithelfen, auch wenn sie an diesem Tag nicht alles schaffen. Seine beiden Kompagnons sind nicht da. Warum, erfahren wir, als wir zurück in der Gärtnerei sind. Louis ist nicht mehr dabei. Durch die Firma seien sie quasi verheiratet, hat uns Max vor 3 Monaten gesagt. Jetzt ist die Geschäftsbeziehung zerrüttet. Zu unterschiedlich die Vorstellungen, zu lähmend die Diskussionen. Finn und Max wollen zu zweit weitermachen, ohne Louis. Wir haben halt gesagt, tatsächlich, dass das so halt nicht mehr passt. Dass das nicht geht. Und jetzt eben gucken, dass wir da eine faire Bilanz aufstellen, die,
die es Luis ermöglicht, dass er aus der Zeit, in der er hier mitgewirkt hat, auch seinen fairen Anteil natürlich mitbekommt, dass er damit dann seinen eigenen Weg gehen kann. Und ja, wir gehen unseren Weg weiter. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Vor 3 Monaten war hier nichts. Boah, die sind richtig süß. Jetzt wächst hier bestes Biogemüse. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Es ist schön, diese riesigen Kohlrabis jetzt hier ernten zu können. Ich muss es einfach sagen, es hat so ziemlich alles funktioniert von der Anbauseite her. Und da bin ich schon stolz drauf. Und das ist halt schön zu sehen, dass einfach mit der Erfahrung und mit ein bisschen Nachdenken, dass das einfach funktioniert. Das ein oder andere kann man natürlich noch besser machen. Zum Beispiel die Sache mit der Schneckenbekämpfung. Das haben wir verpennt jetzt im Februar, weil wir gedacht haben, wäre nichts los. Und wenn ich welche finde, schneide ich die tatsächlich durch oder bringe sie raus. Aber wenn ich jede einzelne rausbringe, das bringt halt zeitlich. Das ist halt schwierig. Die Tierliebe ist dann schwierig irgendwann. Heute ist Großkampftag. Seit 6 Uhr früh wird geschuftet. Max' Eltern sind extra aus der Eifel gekommen, um zu helfen. Auch Jule ist da, die neue Mitarbeiterin. Sonderbestellung für einen Großkunden. 160 Salatköpfe und 80 Kilo Mangold müssen geerntet, gewaschen und geliefert werden. Die Eltern sind schwer beeindruckt. Wir waren letztes Jahr das erste Mal hier. Dann haben wir gedacht, oh Gott, wie schaffen die das? Und das ist so toll, was die draus gemacht haben. Bewundern die beiden. Ja. Ich finde das toll, was die hier stemmen. Es ist ja nicht nur die Arbeit, es sind viele organisatorische Dinge zu tun, vieles auf den Weg zu bringen, alles mit Risiko behaftet. Im Improvisieren sind sie ja geübt. Das ist noch so ein bisschen querwackelig. Ja. An den Transportmöglichkeiten müssen sie aber noch arbeiten, jetzt wo sie auch liefern. Was tut man nicht alles für den Jungen? Die Eltern übernehmen tapfer die Tour durch den Kraichgau, damit Finn, Max und Jule endlich frühstücken können. Die 20-Jährige kommt aus Sinsheim und arbeitet jetzt mit. Seither gelten hier neue Regeln. Beim Frühstück wird nicht über die Arbeit genau. Das haben wir neu eingeführt. Ich merke, dass mir das gut tut, in Ruhe zu essen sozusagen. Vergiss ich das wieder auf laut zu stellen danach. Seit 6 Monaten wohnen die Jungs hier im Haus. Und jetzt endlich, nach all der Zeit, kommt eine technische Neuerung, die ihr Leben bald zum Besseren verändern wird. Ja, also das ist jetzt die neueste Errungenschaft quasi. Wir sind endlich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Frisches Trinkwasser. Jetzt muss das Gemüse in den Verkaufsraum. Heute ist nämlich auch der Tag für die Abo-Kistenkunden. Hier wird nichts vorgegeben. Jeder darf sich selbst aussuchen, was er möchte. Riesensalate, das ist der Wahnsinn. Genau, dann könnt ihr es einfach abwiegen und dann stellt ihr euch einfach die Einheiten so zusammen, wie ihr es braucht. Die Sinsheimer kommen. Also wir haben solche Krausen, Boden oder Eichblatt. Ah, noch ein Gemüsesorte darf ich reinbringen. Noch eine habe ich. Die hat auch noch Platz da. Man hat halt immer wieder was Neues, zum Beispiel die Mairübchen. Die kannte ich noch gar nicht, die sind super lecker. 50 regelmäßige Abnehmer war ihr Ziel für den Anfang. Das haben sie fast erreicht. Wow. Bisher kannst du Salat machen, oder? Genau. Es ist halt immer, weißt, wenn die jede Woche eine Kiste holen muss. Seine Eltern haben Max das Klavier mitgebracht. So haben sich die Jungs übrigens kennengelernt. Als Max jemanden gesucht hat, der ihm beim Klaviertransport hilft, hat sich Finn gemeldet. Dann haben wir halt das Klavier den Wald so richtig steil den Berg hochgetragen mit einem Transporter. Und dann habe ich die ganze Fahrt über Klavier gespielt.
Das war schon speziell auf jeden Fall. Die beiden haben zusammen schon allerhand gestemmt. Mit dem Klavier wird die alte Gärtnerei zum Zuhause. Musik und Gemüse, das verbindet. Und ihr gemeinsames Motto: Lass machen.